Willkommen bei Krypto, dem Kanal, bei dem du alles Wichtige über Kryptowährungen erfährst und komplizierte Zusammenhänge einfach und verständlich erklärt werden. Klick jetzt auf Abonnieren, damit du keine Videos verpasst und in der Kryptowelt stets auf dem neuesten Stand bleibst. In diesem Video geht es um Dogecoin, einem der kontroversesten Coins in der Kryptowelt. Doch alles begann ganz unschuldig im Jahr 2010, als die Kindergärtnerin Atsuko Sato ein paar Fotos ihres Hundes Kabozo, einer weiblichen Shiba Inu, auf ihrem Blog hochlädt. Unter diesen Fotos war auch dieses Foto, welches das Internet für immer ändern sollte. Atsuko konnte damals kaum ahnen, dass dieses Foto 8 Jahre später Kabozo zu einer 2 Milliarden US-Dollar Währung machen sollte. Die Reddit-Community fand den Blogpost und insbesondere dieses Foto entfachte großes Interesse. Das Doge-Meme war geboren. Die Schreibweise Doge mit einem zusätzlichen E ist eine falsche Schreibweise und bezieht sich auf einen Sketch in einer Puppet-Show. Oh, I am not your dog! Wonderman, you quack me up. Quack me up. That's why you're my D-O-G-E. Your Doge? What are you talking about? Üblicherweise wird ein Foto von Kabozo oder eines anderen Shibas mit einem inneren Monolog mit falschem Englisch verwendet. Das Hundegesicht kann dabei auch in andere Objekte retuschiert werden. Das Meme wurde so populär, dass Doge 2013 zum Meme des Jahres gewählt und im selben Jahr eine eigene Währung herausgebracht wurde. Das Posting hatte den Titel Dogecoin, Very Currency, Many Coin, Wow. Der Coin wurde, ebenso wie das Meme, als Scherz gedacht. Doch die Doge-Community akzeptierte den Coin sofort und Dogecoin etablierte sich als Tipping-Währung, also als Trinkgeld-Währung. Dogecoin hat nämlich niedrige Gebühren und schnelle Transaktionen. Außerdem kostet ein Dogecoin nur Bruchteile eines Cents. Dadurch eignet es sich ideal als Tipping-Währung, also Trinkgeld, zum Beispiel um ein gutes Posting auf Reddit, dem größten Internetforum, schnell und einfach mit einigen Cents zu honorieren. Hierfür meldet man sich bei einem Tipping-Bot an und kann anschließend ein Trinkgeld in einem Beitrag einfügen. Die große Stärke von Dogecoin ist die große und involvierte Community. Diese hat bereits häufig für Schlagzeilen gesorgt, als diese bei Spendenaktionen beträchtliche Summen gesammelt hat. 2014 hat sich das amerikanische Bobschlittenteam für die Olympischen Winterspiele in Sochi qualifiziert. Jedoch fehlte das Geld für die Teilnahme. Die Doge-Community sammelte Dogecoins im Wert von 25.000 Euro und Jamaika konnte teilnehmen. Im selben Jahr gab es eine große Dürre in Kenia und Wassermangel war ein großes Problem für viele Kenianer. Die Community sammelte etwa 25.000 Euro in Dogecoin für die Errichtung von Brunnen. Auch ein Nesca-Rennwagen, das Doge-Car, wurde gesponsert und sorgte für viel Werbung und Diskussionen in den Medien. Dogecoin ist einer der wenigen inflationären Coins. Das heißt, dass es keine maximale Coin-Anzahl gibt. Jedes Jahr werden 5 Milliarden neue Coins gemined. Insgesamt gibt es bereits über 100 Milliarden Coins. Mit dieser großen Anzahl an Coins soll garantiert werden, dass Dogecoin stets ein sehr günstiger Coin bleibt, sodass man einfach mehrere tausend Coins kaufen kann. Die Entwickler haben das Projekt bereits vor vielen Jahren verlassen. Trotzdem erreichte Dogecoin im Januar 2018 eine 2 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung. 2 Milliarden US-Dollar für eine Scherzwährung. Der Erfinder von Dogecoin, Jackson Palmer, sagte dazu Folgendes. It started as a joke and I think it's important that it stays that way. For me now I really think of Dogecoin as kind of my barometer for how much Bitcoin mania and crypto mania has kind of taken hold and how much kind of, you know, dumb money is flowing into the space. You know, if a coin that hasn't had development in multiple years can go up to $2 billion, then it's really a sign of the times and I think that's something that a lot of more people should be paying attention to. Dogecoin begann als Scherz und es ist wichtig, dass es so bleibt. Ich sehe Dogecoin als Anzeiger, wie viel Hype im Kryptomarkt ist und wie viel unintelligente Investments getätigt werden. Wenn ein Coin, der seit vielen Jahren keine Entwicklung hatte, auf 2 Milliarden steigen kann, dann sagt das viel über den aktuellen Markt aus und man sollte darauf besser Acht geben. Kurz nach dem Interview kam es zum 70% Crash des Marktes. Wir hätten also besser auf Jackson Palmer hören sollen. Was hältst du von Dogecoin? Ist Dogecoin ein Witz, so wie es anfangs geplant war? Oder hat sich Dogecoin dank der Community und der vielen Anwendungsfälle zu einem seriösen Investment entwickelt? Wir freuen uns auf deine Meinung in den Comments.
Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns darüber freuen, wenn du dir die Links unter dem Video anschaust. Hier findest du die besten Hardware-Wallets, auf denen du deine Coins sicher aufbewahren kannst. Außerdem bekommst du 8 Euro bei deinem nächsten Kryptokauf geschenkt. Für einen Klick auf Daumen hoch und Abonnieren sind wir dir natürlich ebenfalls sehr dankbar. Bis zum nächsten Video.